Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dino Crisis. Ja, wir haben uns beim letzten Mal für den Weg B entschieden, also für Rick, also Rick folgen und zu gucken, wer da eventuell von unserem Team in Nöten ist. Und wir schauen jetzt einfach mal, Gang zum großen Fahrstuhl. Hier ist er gerade reingegangen. Und ich hoffe mal, dass er natürlich, er hat natürlich nicht aufgeräumt. Hier ist ein großes Loch. Sieht aus, als wäre es von etwas aufgerissen worden. Ja, das liegt hier, was das aufgerissen hat. Und steht da. Aua. Aua. Lass mich doch vorbei. Mieses Vieh. Inventar voll. 00 Schrot. Boah. Gottes Willen. Hätte die Rick nicht mal platt machen können? Das, wie gesagt, das verstehe ich bei diesem Spiel nicht. Oder bei diesen Spielen im Allgemeinen. Man hat irgendwie einen Buddy, der vorläuft. Und dann... Oh, scheiße, Flugsaurier. Pterodactyls, oder wie die Viecher heißen, glaube ich. Oder? Ich habe keine Ahnung. Aua! Das ist nicht nett. Lass mich... Oh nein, meine Knarre! Oh no! Aua! Oh, er ist ja nicht so, als wenn es mir nicht so schon schlecht genug geht. Puh. So. Pump-Action mitgenommen. So, nutzen. Boah, ich kann diese Viecher nicht abballern. Das geht nicht. Objekte. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal heilen. So, Gegenstand nehmen, Betäubung. Ja, ja, ja. Ich habe mittlerweile so viele Betäubungen. Ich lasse die Viecher einfach mal. Uah. Und renne jetzt hier einfach mal zu der Tür. Puh, Steuerzentrale für den großen Fahrstuhl. Und schau mal. Ach, hier ist er. Tom, can you tell us what's going on here? Kirk's insane. His experiments have nothing to do with energy development. Tom! Here, take this. Könntest du mir gerne deine Knarre geben? His wounds are pretty bad. We have to move him someplace safe immediately. Was? DDK Code Disk L aufgenommen. Ja, super. Ich brauche noch N, aber ich mache jetzt gerade mal was. Sound, BGM, Lautstärke. Ich setze die nochmal runter auf 12. Ich glaube, SE ist das, was gesprochen wird. Mir ist nämlich aufgefallen, dass manchmal das Gesprochene wieder mal zu leise ist. Eingabedisk L aufgenommen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Dieses Menü macht mich gerade ein bisschen kirre. Betäubung. Wir mixen einmal die Betäubung mit Betäubung. Joa, warum nicht? Es ist mehr als ein Schuss nötig, da der Effekt schwach ist. Aha. L. Mixen. Ja. Kann mit einem Treffer betäuben, doch der Effekt hält nicht lange an. M+. Ah, kann ich noch mehr davon machen? Mixen. Ja. Betäubung mit einem Treffer. Der Effekt hält lange an. Kann ich davon noch mehr machen? Nee, geht nicht. Okay, schade. Na gut, dann machen wir das so. Betäuben hält lange an. Okay, dann haben wir auf jeden Fall das schon mal gemacht. Ansonsten habe ich leider nicht mehr sehr viel Platz im Inventar, beziehungsweise habe auch nicht mehr viel. Was kann ich denn das mixen? Mit gar nichts, ne? Hätte mich auch gewundert. Hier hinten ist eine Tür, oder? Ja, das ist eine Tür. Hier gibt es einen Raumplan oder was? Die Außenbereichskarte hängt an der Wand. Daten aufzeichnen? Na sicher. Daten wurden gespeichert. Okay, wir haben jetzt eine größere Karte offensichtlich. Lass mal schauen. Ich glaube, das, was grün ist, ist jetzt neu. Weiß ich aber nicht. Das hier ist auch neu. Bereich 2F, da waren wir noch gar nicht. Bereich 1F, da waren wir schon. Warte mal, waren wir hier nicht? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal.
So, außerhalb. Was ist denn jetzt hier das Grüne? Das verstehe ich noch nicht ganz, aber okay. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal die Karte aktualisiert. Das ist schon mal sehr viel wert. Private Sachen des Personals. Nichts von Nutzen. Schade eigentlich. Und hier auch. Okay, wo kommen wir hier hin? Gang zur Stromversorgung. Ah ja. Haben wir nicht schon genug Stromversorgung? Och. Also wieder diese Viecher. Ah, ich muss hier, glaube ich, den Venti anmachen, ne? Damit die Viecher da reingelutscht werden. Aua. Ah. Ich mach das einfach mal. Ich mach das Ding mal an. Fahrstuhlstromversorgung. Das sieht nach einer großen Halle aus. Ich bin gespannt. Hier kann man wahrscheinlich wieder was wegschieben. Ja. So, was kommt zum Vorschein? Ein Stecker? Gegenstand nehmen. Medizin M. Ja, gerne. Was liegt hier? Was bist du? B1 Krankarte aufgesammelt. B1 Krankarte. Aha. Ich hab. Ja. Schöne bunte Knöpfis. Ich glaube, das sollte ich mal lieber erstmal lassen, weil ich die Kombination noch nicht kenne. Ist das hier eine Tür? Vorsicht bei der Bedienung des Versorgungsrohrs. Durch das Starten des Hauptmotors kann der große Fahrstuhl angetrieben werden. Wird aus Versehen das falsche Rohr herabgelassen, so kann es durch einen Druck auf den Knopf desselben Terminals in seine Ursprungsposition zurückgebracht werden. Ah ja. Okay, ich habe nur, wie gesagt, keine Ahnung, welchen ich drücken soll. Achso, wir machen das einfach mal. Grün. Ja, sieht gut aus, glaube ich. Hier kann ich jetzt keinen Grün mehr drücken. Rot. Das passt nicht. Okay, müssen wir Grün wieder hochmachen? Ach, das ist das Rätsel. Okay, ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Aber ich weiß, was das Spiel von mir will. So, und ich habe aber keine Ahnung, warum man hier das Rohr jetzt runterlassen kann, wenn das andere... Naja, wie auch immer. Macht nicht so viel Sinn, aber okay. Weil normalerweise hängen die Rohre ja scheinbar alle unter der Decke an derselben Position. Warum das dann vorbeigeht, wenn ich erst ein anderes Rohr, also wenn ich das rote Rohr runterlasse, warum das auf einmal an dem grünen Rohr vorbeigeht, das, ja, hält sich dann quasi so ein bisschen, was die Logik angeht, in Grenzen. Aber okay. Es ist ein Spiel. So, grünes Rohr. Ist verkehrt. Ich glaube, das grüne Rohr und das blaue Rohr muss ich vertauschen. Das könnte sein. So, Also, grün kann ich nicht wegmachen. Mache ich blau weg. Jetzt habe ich das verstanden. Okay, ja, grün. Das muss ich mal gerade schauen. Warte mal. Wenn ich jetzt hier an der Stelle grün runterlasse. Geht nicht. Ach nee, halt. Hier habe ich ja das rote runtergelassen. Wenn ich jetzt hier an der Stelle das grüne runterlasse. Mal gucken. Und hier an der Stelle das blaue dann scheinbar. Plopp. Okay, kann ich hier an der Stelle das grüne runterlassen? Dann ist das gerade. Und dann schauen wir mal hier. Welches dann da? Rot? Nee. Hä, das passt doch gar nicht. Okay, also muss rot ganz nach rechts. Grün. Das rote muss ganz nach rechts, ansonsten hau das nicht hin. Ich lasse am besten alle nochmal hoch. So, okay. Hier dann rot. Geht nicht. Okay, dann müssen wir erst blau hochlassen. So, blau. Weil das rote muss dann ganz nach rechts. Und hier rot.
Offensichtlich muss das so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das passt, aber wir gucken mal. Rot, nach da. So, und dann kann ich nämlich theoretisch an dieser Stelle, glaube ich, auch rot runterlassen. Nein, das war verkehrt. Das ist falsch. Stopp. Das kann wieder hoch. So, ich schätze mal, das muss hier hin, das Rote. Genau, das sieht gut aus. Ich mach mal hier blau. Ist das richtig? Ich glaube, das ist nicht richtig, oder? Wenn ich das hier hin mache, das Blaue. Ich glaube, das ist auch nicht richtig. Ich bin mir nicht sicher. Also das da oben haut gerade, glaube ich, gar nicht hin. Grün? Nichts. Rot. Nee, das sollte doch da bleiben. Ach. Aber ich glaube, das blaue Rohr passt da auch nicht hin, oder? Doch, das könnte sein, dass das da hingehört, weil nämlich das Grüne dann in die Mitte muss, glaube ich. Halt. Grün. Genau, das muss in die Mitte. Dann muss hier theoretisch auch das Grüne in die Mitte. Ah, ist das Blaue wieder im Weg. Manu. Blau, weg. So, dann kommt hier das Grüne hin. Na. Ach, man kann das Pult nicht von der Seite bedienen. Das geht natürlich nicht. Halt, falsch. Grün. So, das kommt dahin. Das Blaue müsste dann ganz rechts hinkommen. So. Zack. Und hier müsste es, glaube ich, an diese Stelle, ne? Nichts. Dann muss es hier drüben hin. Blau. So, ja, super. Das sieht doch gut aus. Da kann die Suppe jetzt durchlaufen, glaube ich. Und Strom, bitte. Schön. Der funktioniert. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hätten wir ein Problem weniger. Ist hier noch irgendwo eine Tür oder sowas? Nein, okay. Gut, dann gehe ich nach hier oben. Wieder zurück. Und theoretisch müsste es jetzt oben die Viecher in den Venti reinlutschen. Glaube ich zumindest. Es kann natürlich sein, dass ich sie vorher abschießen muss. Ich bin mir da aber nie sicher. Es funktioniert. Man hört was rödeln. Autsch. Könntest du bitte aufstehen, Frau? Nein, du schmeißt mich nicht in den Venti. Du fällst da gefälligst selber rein. Ja. Komm schon. Zerhackstückelt. Ja, wunderbar. Schönes Gulasch. Gefällt mir. Sag doch, ich muss die Viecher da irgendwie reinbringen. Den da wahrscheinlich dann auch noch, ne? Komm her, du. Womöglich ein Ventilator für die Belüftung. Der Ventilator wird vom Antriebsraum aus gesteuert. Ja, komm hier. Wieso fällt denn der da nicht automatisch da rein? Das finde ich nicht gut. Steh mal auf, Frau. Hallo? Würden Sie sich bitte wehren? Aua. Ich muss hier gerade mal gucken, ob hier hinten hier noch irgendwie ein Item rumlag. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Gut, okay. Es hätte ja sein können. Huah. Sind die so gedacht, hä? Penner. Schade, da könnt ihr mal hier ruhig hier reinfliegen und das Ding. Aber freiwillig macht er das wahrscheinlich nicht. Ich würde das persönlich auch nicht machen. Fühle mich da auch nicht so gut, wenn man aus mir Hackfleisch macht. Aber gut. Ja, nicht mein Problem. So, Tür auf. Jetzt können wir mit ihm quatschen wahrscheinlich. This looks pretty bad. Listen, I'll take care of it. Okay.
Er könnte mir zumindest eine Knarre geben. Brauche er eh nicht mehr. Eine Maschine zum Speichern der Daten, die in den Terminals verarbeitet wurden. Also ein Server. Hätte man noch hinschreiben können. Wahrscheinlich wusste man 1999 noch nicht, was Server sind. Okay. Von mir aus. So, sind die Viecher noch da? Wahrscheinlich, ne? Guck mal, hier drüben ist auch noch eine Tür. Komm ich da rein? Sieht wie ein kleiner Fahrstuhl aus. Hier ist auch noch eine Tür. Geht aber nicht auf. Okay, schade. Kommen hier die Viecher wieder? Kommen die hier nicht? Das ist jetzt aber seltsam. Okay. Na gut, von mir aus. Willst du das Steuerfeld mit Strom versorgen? Ja. Du solltest so schnell es geht zu Rick und Tom zurückkehren. Ah, okay. Dann machen wir das. Gehen wir zu Rick und Tom. Tom und Rick. Und schauen mal. Hat so bestimmt hinter sich. Großer Fahrstuhl. Jetzt kommen da bestimmt die Viecher wieder, oder? So you saw the beast, right? Yeah. Pteranodon, wasn't it? I meant you saw that it was a real dinosaur. It's unbelievable. Didn't I tell you? This is just like that movie. Ja, Jurassic Park. Das Spiel ist ja nach einer Idee von Jurassic Park. Großer Fahrstuhl. Na, schafft das? Ausführungsraum B1. Ach, das ist, glaube ich, dieser Kistenraum, wo man die Kisten umparken muss. Ja, ich erinnere mich. Regina! We have to hurry. Tom's not going to last much longer. I'll clear a path by moving these containers. You just keep an eye on Tom. Okay, dann räumen wir mal die Container so weg. Kann ich hier irgendwas machen in dieser Luke? Sieht wie eine Notluke aus. Sie kann nicht von dieser Seite aus geöffnet werden. Schade. Okay. Dann gehen wir mal nach hier oben. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dinger jetzt schon benutzen kann, also schon umparken kann. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich dachte, da wäre noch irgendwas nötig gewesen. Kann ich das Regal wieder verschieben? Hallo? Ja, natürlich. So eine altbewährte Mechanik in diesem Spiel. Dann liegt natürlich immer irgendwas drunter. Ein Blutstiller. Ja, wunderbar. Sehr schön. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Die Dinger steht hier. Es ist das Anleitungsheft für den Kran. Willst du die Anleitung lesen? Ja, warum nicht? Bedienung, kartengesteuerter, vollautomatischer Kran. Der Kran erledigt seine Aufgaben mit Hilfe der vorgegebenen Steuerkarten. Der Kran beginnt mit der Ausführung, sobald alle Karten bereit sind und Start gewählt wurde. Während der Ausführung werden eventuell auftretende Fehler automatisch korrigiert. Dadurch kann es unter keinen Umständen zu Unfällen kommen. Ah, okay. Da bin ich immer gespannt. Card Select, Programmkarte auswählen, Release, Container vom Haken lösen, Hook, Container einhaken, Clear, Programm löschen, Start, Programmstart und Exit ist Ende. Ja gut, okay, das kriegen wir glaube ich hin. Zur Bedienung des Krans ist eine Steuerkarte nötig. Ich habe diese Steuerkarte aber nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich kann die doch jetzt nicht hier lassen, oder? Habe ich diese Steuerkarte? Krankarte, hier, nutzen. Willst du den Kran bedienen? Jo! Okay, ach so funktioniert das. Card Select. Nee, ach halt. Clear.
Der Kran müsste theoretisch erstmal nach links. Dann muss er nach oben. Und theoretisch dann das Ding hooken, nach unten und releasen. Mal gucken. So, einmal nach links, einmal nach oben. Ich glaube, das war zu weit. Ja, das war zu weit. Super. Okay, dann nach links. Hook. Ne, nicht release. Halt. Hook. Eins nach oben. Release. Das geht auch nicht. Aber ich muss den. Ach, das geht zwei nach oben. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Ach so, ja, na gut, dann anders. Dann gehen wir eins nach zwei nach oben. Nee, macht keinen Sinn, oder? Doch, zwei nach oben. Eins nach links. Nee, eins nach unten. Halt, Quatsch. Eins nach links. Eins nach unten. Anheben. Zwei nach da. Releasen. Start. So, genau. Zwei nach oben. Eins nach links. Eins nach unten. Container hooken. Genau. Zwei nach rechts. Und runterlassen. Ach, guck mal, da liegt eine Leiche da rechts. Und loslassen. Richtig. So, jetzt geht er wieder zurück in seine Ausgangsposition. Okay, jetzt muss ich theoretisch nur noch die da oben wegmachen. Zwei nach oben. Dann hooken. Eine nach links. Geht das so? Ich glaube nicht, oder? Bin gespannt. Wir gucken mal. So, anhaken. Macht er einen nach links? Ich weiß nicht, warum ich jetzt eins nach links gemacht habe, aber ist auch egal. Theoretisch könnte er die Kisten ja aufeinander stellen. Das wäre ja eigentlich kein Problem, ne? Das geht nicht. Ja, ist egal. Exit. Dann lässt du dir das Ding halt da oben. Das ist offen. Gut. Wenn es so geht, dann machen wir das so. Warum nicht? So. Will do. Concentrate on the mission and leave the rest to me. Right. Super. Oh yeah. If Gil gives you any more of his bull, be sure to beat him down for me. Okay? Er kann Gail wirklich nicht ab. Gut, aber Gail ist auch ein Arsch. Zumindest was das Menschliche angeht. Na gut, dann würde ich sagen, wie das Ganze jetzt weitergeht und was als nächstes kommt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Dino Crisis. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.